Moin Theo! Komm mit, dann löfst du mich nicht. Abonnieren. Dann lach sie doch. So was Blödes hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. Guck hier. Udo ist mit dem Föhn. Ja. Tannenbaum am Trommer. Udo! Warum hast du denn mit dem Föhn den Tannenbaum trocken? Der soll nicht nass da oben in der Matte, die ganze Bude da dreckig. Siehst du wohl, da kommt alles runter. Mir tut jetzt ein bisschen abföhnen und dann kann der trocken oben. Der kommt nach Boom. Ja. Was soll das nun da? Der ist auch nicht so moi, als der hat mir gut gesagt. Der ist moi. Das ist ein 8 Marx und das ist ein 38 Marx. Das ist der Unterschied. Warum föhnst du einen Tannenbaum? So was Blödes. Ihr macht das nur ein bisschen trocken, dass das nicht so nass ist. Oder kriegst du aus, wieder richtig Lack beim Bienesföhn, ne? Wicke, der Haarspray obdown. Und dann haben sie so Mittag noch im Fernsehen gewesen, dass die Blödsche so Haarspray obdown. Und dann brauchst du dann die Föhn, wenn du Haarspray obdown hast. Dann brauchst du dann die Föhn. Oh, Theo! Das ist Blödsinn. Das ist eine gute Idee. Das habe ich auch schon mal gelesen. Haarspray drauf, dann nadelt der nicht so schnell. Und wenn du den föhnst, dann musst du jeden einzelnen Ding noch so liegen machen. Ja. War Udo früher auch schon so bekloppt? So ist das. Alles dem Weihnachtsmann so lieb, Udo. Ja. Ja, darum, ne? Die kommen auf Ideen, kommen die nicht. Ja. Wieso wir? Richtig. Udo. Ist so richtig, Udo. Ey, und das schneidest du raus. Weil Bienchen das auch nicht sehen, ne, mit meinem Föhn. Den habe ich extra mal zu Hause mitgenommen. Mach keinen Scheiß. Das ist erstmal ein Föhn. Der hätte mit hohem auf den Tau kriegen, den Föhn. Da mach ich die Sorge auf den Föhn. Theo, so geil. Weihnachtsbaum 8 Euro, Föhn 6 Euro. Kostet, über 10 geht er gar nicht. Nun hör doch auf, den Baum zu föhnen. Lass mich mal machen, das wird schon. Weißt du... So langsam glauben die Leute da draußen wirklich, dass du hier oben wirklich einen sitzen hast. Mir hat schon immer ein Piepvogel gehabt und den habe ich immer gefüttert mit Nahrung. Und der ja, was ist denn die Nahrung? Blödheit. Mir gesteht das wenigstens ein. Einige, die gestehen das ja nicht ein. Aber mir gesteht meine Blödheit ein. Weil wenn wir alle so schlau wären, wie einige hier tun, dann wären wir ja die Schlausten überhaupt. Und mir will was ich. Was willst du uns damit sagen? Also mir wird ganz ehrlich, ich bin so, wie ich bin. Und wenn das keiner akzeptieren will, ich brauch den ja nicht, der braucht mich ja nicht gleich heiraten. Nee, mir ist schon verheiratet mit Bienchen. Und mit Metall. Und mit Metall. Hey, mir füllt jetzt den Baum trocken, das mag wohl blöd klingen, aber dann haben wir das oben nicht alles nass. Und ich brauche mir vom Vorstand nichts anhören, warum da ein Schwimmbecken geworden ist. Was ist Theo? Baum muss feucht sein, so viel länger hält er. Nee, so was weiß Udo dann. Das fängt an zu nadeln, Udo. Das stellt man immer nach draußen in feuchte Luft und dann hält er noch bis nächstes Jahr Weihnachten, wenn du Glück hast. Ja. Ja. Dann erst ein Brummbumm so. Na oben damit. Das kann ich ja nicht ab. Was? Das Schicken. Heute regt mir auch wirklich nicht auf. Heute ist harmonische Video, heute ist Weihnachtsbaum aufstellen. Udo, wie ihr wisst, ist genauso harmonisch wie beim Weidenheckenschutzgesetz auch beim Weihnachtsbaum. Und wenn ich das schon wieder sehe, dass ich die ganze Scheiße hier in den Fingern habe, dann kann ich schon wieder ausrasten. Bah! Ist schon komisch hier, ist schon echt komisch hier. 3-4 Tage stand der Tannenbaumständer da und jetzt ist er weg. Reg dich nicht so auf, Udo McMuff, der Mann, der auf dem Fischkutter als Geruch arbeitet. Ja, du bist mein Fischkutter, der auf Geruch arbeitet. So, jetzt harmonische Video, jetzt nicht mehr schreien. Oh, der ist schon wieder zu lang. Weihnachtsbaum aufstellen ist schön im Moment. Aber die Spitze muss eben ab, sonst hängt die an der Decke. Und dann machen wir die Decke wieder schmutzig und dann bekomme ich wieder Lack. Wiffi, in der Zeit hätte ich eine Schere geschmiedet. Oh, leck mich am Arsch. So. Das ist er nämlich. Jetzt sagen die Leute sich, ja, das ist alles gestellt. Natürlich ist das gestellt. Ich lasse mich hier abstechen. Das ist gestellt. Ich dachte, das wird ein harmonisches Video. Nee, da hört schon wieder auf mit Ammo. Weil es steht komplett, stell den doch im mittig hin. Ich schiebe mich da gleich hin. Weiß auch nicht mal, wie Tannenbaum geschrieben wird und wir mir erklären, wo der Tannenbaum
stinken hingestellt werden muss, oder was? Sag doch einmal, kann nicht harmonisch werden. Die Scheiße doch an. Das kann man doch ordentlich sagen. Oh, damit würde ich zum Arzt gehen. Nee, zum Arzt? Der muss gleich zum Arzt. Gut. Ob der Baum in sich gerade steht? Steht gerade. Ich hab Wilke gefragt. Bin nicht mehr Wilke. Nein, du bist Mann aus Stahl. Und wer bist du? 657. So, ist das gut jetzt? Was filmst du da eigentlich? Hast du den Blank angucken? Hast du meine Unterhose gefilmt? Ein bisschen schräg, der Baum, Udo. Der ist schräg gewachsen. Wo steht der jetzt? Oh, du schaust am Restchen. Der Baum ist genauso hohl wie Wilke und dein Gehirnzellen. Hat dir schon mal jemand einen Tannenbaum um den Hals gewickelt? Du stellst dich da hin, hohl. Der muss da gedreht werden, hohl. Ich stehe nur hier, ich darf nicht einmal selber gucken. Da packst du da oben an, da steht er nach 9:30, und dann soll nach 10:30. Und nach 11:30 kommt er hin, weil 11:30 ist mein Bettzeit. Mein Gott, nee. So. 400, willst du das ganze Land beleuchten, oder wie? Muss doch schön hell sein. Ja, schön hell sein. Weißt du, was das heißt, 400 Kerzen ranzubringen? 400. Jetzt wird er wieder an. Mir muss wieder aussortieren hier. Anatomisch hat der Weihnachtsbaum auch fein einen am Brett, du. Also anatomisch hat der Weihnachtsbaum nicht nur der einen am Brett, auch du hast anatomisch einen am Brett, weil du eine Hohlschicht hast, wo atomisch alles runterfällt. Anatomisch. Ja, dann anatomisch. Mir ist schon wieder elektrisch geladen bei dem Stress hier. Wir wollen Lichterkette und keine Disco. Blinke, dann hört mir nachher auf. Das will ich nicht. Sitzt hier und blinkt dann nur herum. Guck dir die Scheiße doch an, Wilke. Und mal her jetzt denn da. Verrückt geworden. Hast du das jetzt verstanden, warum er das jetzt gemacht hat? Nee. Ich auch nicht. So, hierher. So, wirklich. Hierher. Geblinke machen wir sogar vom Wahnsinn, das kommt anders. Die muss man Welt auch erklären. Erst Kugeln, dann Lametta. Wer hat denn die Regel gemacht? Ich. Wo? 1800. Udo, unsere Baumspitze passt da gar nicht drauf. Ist ja viel zu. Den musst du nicht ansäbeln! Wilfried? Wolltest du den aufstellen? Ja, kommst du da oben denn dran mit deinem Gespensterkörper? Ich glaube nicht. Welche Farbe möchtest du denn gerne? Gold. Wieso? Nee, doch rot. Nee, dann doch Gold. Wilke, du machst keinen Ärger. Mir macht einfach Silber dran. Kannst du mir mal hochtragen? Geh weg da! Bist du blöd, aber den Bett kaputt? Jetzt ernsthaft, Wilfried sagt, ich soll das erstmal ausprobieren. Wilfried, was soll ich da denn ausprobieren? Guck dir mal. Also, nee. Du brechst den kaputt! Oh! Wilke, ich hau ihn gleich schon drauf. Bitte drauf. Bitte. Ich hau ihn gleich schon drauf. Wie bitte? Da sieht man, da sieht jeder Blinde. Ja. Ist bald soweit. Hier wird noch Mord geschehen. Der Heinche Föhrmeier, bitte. Alles bitte bei dir. Da sieht doch gut aus. Udo, Fest der Liebe. Da ist Fest mit Liebe vorbei. Kannst du nicht erfinden? Jetzt bin ich am Brett. Messer! Da den Messer, du musst ihn aufbrechen. Du kapierst du nicht. Wir sind doch mal am Deckel. Meine Fresse, so blöd kannst du nicht sein. Da geht bitte, da lache ich nicht mehr drüber. Wieder wie ein Gespenst mit Brotmesser und wie ein Baum schnitzen. Ihr seid solche Chaoten. So, das ist doch, du, das Ding, das hängt doch hier oben mal. Das ist Augenmaß, passt genau. Und wieso? Mir ist seit 36 Jahren mit Metall verheiratet und das passt bis zur Decke. Du, was hab ich noch nicht gesehen, will ja nur so du, die Dinger abhaben. Der haut doch oben schon ran, da oben. Udo, ich dachte, das ist ein bisschen harmonisch heute. Ja, nach der Lichterkette wird es harmonisch hier. So schön hat mir schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Bist du verrückt? Nur ein Goldbaum kommt da ran. Bist du blöd oder was? Nee, einfarbig. Die Rosen sind von unten. Warum denn einfarbig? Das sieht schöner aus. Oh. Hat er so zwei Mosier? Oh. Oh, wer hat die bunte Scheiße gekauft? Ja, wo sollten die hin? Unten. Wer soll die dir Scheiße? Wer lässt dir so was einfallen? Knoten rein und kannst doch nicht mal rausziehen. Hier, nehmt die Glaskugel. Vielleicht kann euch die helfen. Das ist nochmal eine Kugel, wa? Dann Ordigkeit, ne? Der, vor allem der rechte da, ne? Von mir aus gesehen jetzt, ne?
Jetzt muss mir hier Schleifchen binden. Also, wer hat die Sachen gekauft? Das so ein scheiß Knoten hier machen. Hier gibt's hier nicht. Hier wird das so gekauft, dass Udo das hier so schwer. Udo, Feingefühl und mit Geduld. Geduld. Hast du schon Leute gesehen beim Weihnachtsschmuck aufhängt mit Geduld? Ich nicht. Hier, guck mal hier. Was hat der? Was hängt denn hier für ein Glocken? Ja, und was hängt bei dir für ein Geschlünz? Der hängt gar nichts, die ist perfekt. Ja? Und was ist das? Das ist noch länger wie meins. Das ist Optik. Ey, um Ausreden bist du nicht verlegen, ne? So, unser Baum ist geschmückt. Weihnachten kann kommen. So, liebe Leute, unser Weihnachtsbaum ist geschmückt. Schickt doch gerne mal euren Weihnachtsbaum in den Kommentaren, würden wir uns drüber freuen. Und teilt gerne das Video und schickt es in die Welt hinaus. So, und jetzt kannst du mich mal am Arsch lecken. Das will die ganze Zeit. Die Harmonität ist vorbei, weil du mich unwahrscheinlich schon wieder genervt hast. Wenn die Kamera angewiesen wäre und die Leute hätten das gehört, was du alles zu mir gesagt hast, ne, in harmonischem Ton, das war keine Harmonie mehr. Was habe ich denn zu dir gesagt? Ne, du schreist, weil ich ein bisschen ja, lauter... Weil du gerade wieder schreist. Das ist halt, du stehst direkt vor der Kamera und schreist. Ja, ich kann das nicht fühlen. Ich höre dann leise. Stell dir vor, ich bin eine schöne brasilianische Frau und du willst mich verführen. Dann lauf ich so. Was sagst du dann? Ey, brasilianische Samba-Tänzerin, was willst du? Willst du mir eine Eis ausgeben oder was? Du bist bescheuert, als wenn du... Weißt du, was du bist? Du bist eine Walze, mehr bist du nicht. Oder eine deutsche Eiche. Was soll ich denn sagen? Hallo, ich bin Udo aus Germany. Und mir hat Interesse an dich, oder was? Du hast so einen an der Waffe, das macht die Kamera aus. Mir dreht schon wieder am Rad, wenn ich dein Gelaber höre. Mir brasilianische, ne? Und... Immer noch Badelatschen. Kriegst du die, sind die angewurzelt da? Damit ich mich schneller ausziehen kann, wenn du ein Date mit mir haben willst. Liebe Zuschauer, mir soll jetzt ein Outro machen. Mir hat keine Ahnung von einem Outro. Nicht? Aber lasst einen Daumen unter den Kommentaren drin. Oder abonniert unseren Kanal oder wie auch immer. Ich hab da auch keinen Bock. Du hast dir nicht ein Wort gemerkt. Nee. Nicht ein Wort hast du dir gemerkt. Nee, weil alles zu viel ist. Wir machen hier jetzt ein Outro, sagst du. Ich weiß doch noch nicht mal, was ein Outro ist. Abonniert jetzt den Kanal. Mir hat auch keinen Bock mehr hier. So, tschüss. Nee, du lachst. Was ist ein Outro? Das kommt am Ende. Ja, Outro. Da kannst du mal sagen, das ist Schlusswort. Du bist sowas von kompliziert, bist du. Outro. Auto. Oh, ich mach jetzt ein Auto. Da liegt ein Haufen. Der muss jetzt in die Schubkarre. Blödsinn, Auto.